Auch 2018 wird haarig, zumindest was die Bärte angeht. Denn das Gesichtsfell liegt weiterhin voll im Trend. Was die besten Styles in diesem Jahr sind und wie man sie richtig pflegt und trimmt, das erfährt man am besten beim Experten hier im Barbershop. Und genau dieses haarige Handwerk schaue ich mir jetzt mal genauer an. Vom Peeling bis zur Maske, von perfekten Übergängen bis zu glatten Wangen. Nein, hier geht es nicht um Frauen, hier geht es um Männer. Männer mit Bärten. Gepflegten Bärten wohlgemerkt. Manche sprechen auch von Hipster-Bärten. Statt Prosecco gibt es Whisky, statt Klatschmagazin einen Billardtisch. Hier im Gentleman's Barbershop in Schwenning existiert sie noch. Die Männerdomäne. Cenk Yasice ist Inhaber, Chef und Friseurmeister. Er erklärt sich den aktuellen Hype um Bart und Co. so. Weil der Mann sich selbst also jetzt ein bisschen wichtiger geworden ist wie früher. Ja, der Mann kommt hierher, lässt sich einfach von vorne und hinten bedienen. Er kriegt auch mal eine Maske, auch mal ein Peeling, vielleicht mal ein bisschen Dampf drauf. Und das ist eben wichtig. Der gepflegte Mann im Jahr 2018. Hier findet man ihn. I'm a man. Einer von ihnen ist Servet Uyan. Ihm schauen wir heute über die Schulter, beziehungsweise über den Kopf. Aber was macht jetzt eigentlich den perfekten Bart aus? Ganz wichtig ist im Moment natürlich ein sauber gepflegter Bart. Ja, da ist auch ganz klar, dass man einfach die Übergänge beachten muss, dass man da keine Kanten und keine Striche drin hat, keine Schatten drin hat. Und ja, deswegen nehmen wir auch immer so verschiedene Maschinen, nicht nur eine Maschine, nicht nur ein paar Aufsätze, sondern auch tatsächlich 3 bis 4 verschiedene Maschinenarten, um einfach diesen perfekten Fade hinzubekommen. Ja, ansonsten ist es halt wie so ein schöner Schal, so ein modisches Accessoire einfach, dass man einen Bart hat mittlerweile. Und egal in welchem Alter, welche Nationalität, Bart ist gerade sehr cool. Ja. Also Bart, Tattoos und so, passt einfach alles gerade total zusammen. Lässig und souverän schwingt auch der Friseurmeister Schere und Messer und nimmt sich nebenher die Zeit, uns sein Handwerk zu erklären. Wie ihr sehen könnt, geht es hier von der Frisur los mit dem Übergang und irgendwann sollte es eben in den Bart gehen. Ja? Bedeutet, wir machen hier auch einen Übergang, genauso wie in die Frisur, auch wieder runter in den Bart rein. Ja? Bedeutet, wir wollen sie auch hier sauberer haben, das heißt, wir haben hier eine schöne Kante nachher, das ist dann mit dem Messer gemacht und hier unten natürlich auch alles schön sauber. Und der Bart, der soll dann von ganz wenig eben hier in seine Grundlänge gehen. So, damit es einfach ein bisschen so nach Hipster aussieht, ja? Nach und nach nimmt das dann auch Konturen an. Der Kunde hat gute Gründe, warum er regelmäßig hierher kommt. Ich könnte vielleicht meinen Bart auf 0 kürzen, ja, aber mit dem ganzen Übergang und diese saubere Kontur würde ich zu Hause so niemals hinbekommen. Das ist mir der Cenk gemacht. Nach ca. 45 Minuten geht es langsam Richtung Ende. Ja, und ganz wichtig, wie gesagt, ist das Finishing, dass man einfach auch alles hier so, was unterhalb des Umhangs war, schön mit dem Messer wieder ausrasiert. So, dann haben wir hier oben diesen angesprochenen Scheitel, ja, auch ein ganz klassisches Merkmal, also ups, absolut krass, läuft gerade unglaublich gut, gehört halt auch zum Barbering dazu. Der wird dann tatsächlich so einfach ein paar Millimeter stark, da muss man auch aufpassen, dass man da nicht was Dickes reinmacht, einfach ein kleiner Scheitel mit einrasiert. Und
Und hier vorne so bei der Kontur, an der Kontur der Frisur einfach darauf achten, dass diese störenden Haare eben auch weg sind. Von denen ist ganz zum Schluss kein einziges mehr zu sehen. Bart und Frisur sitzen. Servet Unay ist zufrieden, nicht nur mit dem Ergebnis. Das passt perfekt von der Atmosphäre her, alles wirklich wie für Männer ausgelegt. Für einen super Männertag wirklich geeignet. The country resist. Männertag im Barbershop, bei Billard, Whisky und Beats. Auch für den Friseurmeister geht es über das reine Schneiden und Trimmen weit hinaus. Es macht einfach unglaublich viel Spaß, mit Leuten zu arbeiten. Jedes Mal gibt es neue Gespräche, ich kann meine Witze erzählen, meine Geschichten loswerden. Dann erzählt man mir natürlich permanent Dinge. Ihr müsst euch das so vorstellen, jeden Tag kommen jeder von uns, jeder Einzelne hat 20, 30 Kunden. Ja, und die haben alle ihre Geschichten. Und die erzählen Männer am liebsten Männern. Männern mit Bärten.